Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV-Video-Wochenschau. Wer es noch immer nicht im Kalender stehen hat, am 5. Mai findet auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta Tante Mia Tanz statt. Lost Frequencies, der gerade ein Echo gewonnen hat, wird auch mit dabei sein. Weitere Infos zu dem Elektrofestival findet ihr in der Samstagsausgabe der OV. Und unser Recherchespiel Medienprofi ist abgeschlossen und am Montagabend gibt es im Kino in Vechta die große Preisverleihung. Dort werden dann die Plätze 5 bis 1 bekannt gegeben. In der OV am Samstag findet ihr weitere Artikel, die von Schülern verfasst wurden. Und am Montagabend könnt ihr alles mitverfolgen über unseren Live-Ticker auf Facebook und Twitter. Dort könnt ihr dann mitfiebern. Für Rasta Vechta beginnen die Playoffs. Freitagabend geht es zu Hause gegen Wentworth Office Nürnberg los. Am Sonntag folgt dann das Auswärtsspiel bei den Franken. Alles Weitere dazu mit der kompletten Berichterstattung findet ihr am Samstag und am Montag in der OV. Relaxen bei Kaffee, Tee oder Milchkaffee oder wie ich heute ein Cappuccino, das könnt ihr auch. Und immer informiert sein, das könnt ihr auch mit der OV-App und unserer speziellen Abend-App-Funktion. Und wie das funktioniert, wie ihr früher informiert sein könnt als eure Freunde oder Nachbarn, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach die OV-App auf eurem Smartphone aus. Hier seht ihr jetzt auf der ersten Seite eure aktuellen Ausgaben, unsere Tageszeitung und natürlich auch die OV am Sonntag und all unsere Magazine, zum Beispiel die Lokalhelden oder Promenade. Und hier unten, wo bei mir eine 6 steht, das ist sie, unsere Vorabendfunktion. Ab 19 Uhr bekommt ihr hier die wichtigsten Themen des Tages bereits in voller Länge. Und wer jetzt Lust hat, alles mal auszutesten, gar kein Problem, kostenlos registrieren unter www.ov-digital.de. An diesem Wochenende findet in Lohne die Gewerbeschau statt. Am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Schützenplatz. Auf über 7000 Quadratmetern gibt es 100 Aussteller. Auch die OV wird mit einem Stand vertreten sein. Alles Weitere dazu erfahrt ihr am Montag in der OV, auf Facebook und auch auf YouTube. Und wir sehen uns wieder am nächsten Freitag.